Willkommen in der Technik-Videowelt. Das iPhone 12 ist ja wirklich ein echtes Prachtstück. Ich finde aber, dass das Thema Ausschalten des iPhones in den letzten Jahren echt kompliziert geworden ist. Es bringt nämlich nichts mehr, einfach nur den Ausschaltknopf zu drücken, sondern man muss dafür echt eine Tastenkombination ausführen oder aber tatsächlich ins Menü gehen. Wie man das iPhone 12 ausschalten kann, das zeigen wir euch in diesem Video. Bis gleich. Willkommen in der Technik-Video-Welt. Ich bin Alpa und heute sprechen wir darüber, wie wir das iPhone 12 ausschalten können. Damit ihr das auch etwas besser sehen könnt, teile ich tatsächlich jetzt mal einmal meinen Bildschirm, weil wir schauen uns als erstes mal an, wie wir das über die Software regeln können. So, jetzt solltet ihr meinen Bildschirm sehen und ich gehe einmal in die Einstellungen und gehe dann auf den Punkt Allgemein und dann ganz runter auf den Punkt Ausschalten. Und dann könnt ihr hier diesen Punkt Ausschalten sehen. Ich kann das jetzt also quasi einmal von links nach rechts einmal schieben und dann schaltet sich das Ganze eben einmal ab. Ich muss danach nochmal meinen PIN-Code eingeben, wenn ich wieder rein will, aber ich hätte es normalerweise eben ausgeschaltet. Warum ist das hier überhaupt vorhanden? Es kann ja tatsächlich mal sein, dass eure Buttons von eurem iPhone eben nicht mehr funktionieren. Das heißt, ihr könnt nicht mehr die Tastenkombination ausführen, die Tasten haben irgendein Problem, reagieren nicht mehr oder irgendwas, aber euer Display reagiert. Und dann könnt ihr tatsächlich über die Einstellungen und dann allgemein und dann ganz runter ausschalten, könnt ihr das Handy einmal ausschalten und dann wieder einschalten. Viele Probleme lösen sich tatsächlich durch einen Neustart des iPhones. Da hat sich echt nichts geändert, das ist schon uralt und hat einen Bart bei Windows, bei Mac. Wenn irgendwas nicht funktioniert, sagen wir alle erstmal, starten wir neu. Also das ist die erste Möglichkeit und die zweite Möglichkeit ist tatsächlich eine Tastenkombination. Und zwar ist es einmal hier, einmal lauter drücken, leiser drücken und dann einmal hier den Ausschaltknopf. Und das demonstriere ich euch jetzt auch. Also ich mache einmal so, so und so. Und dann seht ihr und dann kommt genau das gleiche Bild. Ich kann es dann quasi auch ausschalten, beziehungsweise kann jetzt hier auf abbrechen, dann fragt ihr mich hier wieder nach dem Code. Und genau so sieht diese Tastenkombination aus. Leider ist eben das mit dem Ausschaltbutton nicht mehr so wie früher, denn Apple hat das hier mit Siri belegt. Und deswegen ist eben diese Tastenkombination notwendig. Einmal hoch, einmal runter, einmal ausschalten und dann könnt ihr euer iPhone einmal ausschalten und herunterfahren. Ja, das war das zum Thema iPhone 12 ausschalten und herunterfahren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert kostenlos den Kanal. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn bei euch irgendwas nicht funktioniert oder sowas, schreibt es uns in die Kommentare. Wir beantworten fast alles. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.